Sie haben ein weit gefächertes Hobby, nämlich neben dem Sammeln edler Steine auch das Bestecken mit Pailletten von Styropor-Eiern, vermutlicherweise, ja? Ja, Styropor und auch Plastikeier, die Tauchtechnik, dann gibt es ja verschiedene Techniken, die man da anwendet. Aber mein ursprüngliches Hobby ist eben das, aber so abends beim Fernsehen gucken und so, da kann man ja diese nicht machen, dann macht man einfach mal so, wenn man ja als Hausfrau meistens die Hände nicht stillhalten kann. Ne? So. Die Steine, die Sie hier gesammelt haben, haben Sie die aus den Ländern Alles bekommen? selbst gesammelt. Alle selbst. Alles selbst gesammelt. Außer den hier. Den und den hier nicht. Aber ansonsten ist alles selbst gesammelt. Da ist Namibia, ne? Und hier ist Norwegen, das ist Polen, das ist wieder Norwegen, wieder Namibia, Italien. Und das ist hier auch Namibia. Und das ist fossile Sache. Das ist Österreich. Und hier ist so ja aus Deutschland, hier unsere Kalkberge, Rüdersdorf. Und immer alles hier ist Helgoland. Ist eben nur, wenn man ja doch nicht mehr Platz hat, so viel, dass man eben sich nur mal grob aus verschiedenen Ländern was zusammenstellt, sodass die Leute sehen, was man eben so in der Erde finden kann. Ne? Also ein Zeichen, dass Sie schon weit gereist sind. Ja. Bis Mexiko, ein Stück habe ich auch Mexiko hier. Na wurde, ja, gut, jetzt. Also ist Reisen das dritte unsichtbare Hobby, ja? Ja, so ist es. Ja, man muss schon. Die Verschiedenartigkeit der Steine, die Sie gesammelt haben, es sind einmal, ja, es geht vom Basaltstein, glaube ich, hoch bis zum edlen. Naja, Katzengold, ne? Und hier, das ist hier auch, das ist Schlacke zum Beispiel. Diese Hochofenschlacke, wie sie ja früher richtig gewonnen haben, die Erze. Und mit dem richtigen Heizen, heute wird es ja alles anders, da findet man solche Schlacken absolut nicht mehr. Ne? Das ist wirklich, wenn man da langsam brennt und dass dieser Fluss da noch überbleibt und der sich so wunderschön bildet. Aber auch der Granit ist da, wie ich sehe. Ja, das hier ist Granit aus Norwegen. Schriftgranit, ne? Hier. Ja. Ganz fein. Ne? Das ist. Sogar poliert. Ja, geschnitten und poliert, ne? So wie dieser hier, Helgoland. Dieser feuerrote Stein hier, wenn man den so findet, man erkennt ja nichts. Wir erkennen das, oh halt, das ist rot. Ne? Oder irgendwo, wenn die winzigste kleine Ecke hier, so wie diese, dann wissen wir, dass er innen rot ist. Nur wie er innen beschaffen ist, kann man erst feststellen, wenn man das wirklich schneidet. Und dieser dagegen, der ist Namibia. Das ist einfach ein Sandei, nennt man das, also Wüstenei. Einfach, man kann ja nicht feststellen, was da drin ist. Man schneidet das auf und das sieht hier wie versteinert, wie eine Schnecke. Es ist ein Konglomerat hier, ja. Die einzelnen kann man nicht feststellen, Von sozusagen. außen sieht er aus wie Ja. Schutt Ja. und von innen ist das Edelste. Ja, das ist klar. Ist ja beides. Wenn das beides so da liegt, ja, was ist das? Oh, das ist so ein Ei, schwer, naja, ist irgendwas. Man lässt es liegen. Wenn man denn weiß, was es ist, man kann es eben nur erkennen, wenn man es aufschneidet. Also da ist auch wieder die Erfahrung entscheidend. Ja, sicherlich. Hier, das ist auch Helgoland, ist ein gelber, ne? Mit eben verschiedene Fossilanteile. Und diesen gibt es eben nur Helgoland. Herr Vogt, Lego, 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 ist das richtig? Ja, das ist richtig, ja. Komplett. Wie sind Sie zu Lego gekommen? Mit fünf Jahren habe ich das erste Lego geschenkt gekriegt und dabei sind mehr oder weniger auch geblieben. Also das heißt, es ist nicht das Hobby der Kinder, sondern es ist ihr eigenes schon. Naja, ist auch ein bisschen Hobby der Kinder, aber es ist hauptsächlich meins und meiner Frau. Sie haben es ja gesteigert zu einer ganz tollen Eisenbahnanlage, von der eigentlich so mancher träumt. Ja, das ist aber bloß jetzt hier für die Ausstellung. Zu Hause wird das Ding wieder auseinandergenommen, Einzelteile, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Ansonsten fehlt der Platz. Dazu braucht man eigentlich eine große Wohnung, ne? Ja, die Wohnung ist schon relativ groß, aber dafür reicht es trotzdem nicht. Also kann man auch unter der, meinetwegen unterm Sofa langfahren lassen oder sonstiges. Na, dazu sind sie ein bisschen zu groß. Das Sofa ist zu flach, aber da wird alles wieder auseinandergenommen, Einzelteile, und dann wird irgendwann mal was anderes gebaut. Aber wenn ich das so betrachte, ihr lebt ja diese kleine Stadt. Es ist die Kirche da, vermutlicherweise auch ein Rathaus. Hier sieht man ein Haus mit Schornstein. Ist das eine Fabrik oder was soll Ja, das? das soll ein bisschen Fabrikgelände sein.
Das ist hier Kirche mit eigentlich Marktplatz, Rathaus. Eins, was wir nicht haben, ist Feuerwehr und Polizei. Das ist natürlich auch ein Hobby, was die Kinder erfreut. Man sieht es ja auch, die Erwachsenen erfreut. Hier, man sieht es am, am Hemd. Und Lego ist eigentlich ein Spielzeug, was nicht nur, womit man nicht nur spielen kann. Man kann auch entwerfen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, einmal die Kinder so zu beschäftigen, dass sie eigene Ideen entwickeln. Ist das richtig? Ja, mit eigenen Ideen fragen wir am besten mal die Kinder. Ja, zum Beispiel, wir wollten ja ein Zoo oder einen Spielplatz haben und der Zoo hat leider nicht hingehauen und dann durften wir den Spielplatz alleine machen. Also du spielst auch gerne mit Lego, ja? Ja, ich habe auch mein eigenes Lego, so Belleville und so, und damit baue ich auch schon Villas und so alleine. Und du auch? Ja. Kam sehr zögernd. Aber ich nehme mal an, dass er auch bespielen wird, vermute ich mal. Richtig? Ja, so mit Bionicle und so. Bionicle und so. Wenn ich mal so sehe, es ist ein Spiel für Kinder und Erwachsene, also praktisch für jeden. Und man kann es überall aufbauen, ist richtig? Ja, man kann es also eigentlich überall aufbauen, wenn man genügend Platz hat. Und ansonsten, die Schienen kann man überall verlegen. Man könnte auch zur Not ein bisschen draußen dort machen, aber dann ist, wie gesagt, der Dreck in den Motoren drin und das ist dann nicht so ideal. Jetzt mal eine Frage noch zu dieser Eisenbahn. Die fährt ja eine ganz schöne Steigung hoch, wie ich gesehen habe. Und mit 1, 2, 3 Waggons hinten dran. Die Lego-Waggons sind ja nun nicht schwer, aber ein bisschen Gewicht haben sie auch. Ja, ein bisschen Gewicht haben sie. Die jetzt hier die Steigung fahren, die beiden Loks, die haben zwei Motoren drin. Und die unten fährt, die hat jetzt bis einen Motor, das reicht. Also bei meiner Lehmann, da müsste ich ehrlich sagen, die würde schon hier zotteln, ja, wenn sie da hoch will. Naja, bei, sag mal, bei einer H0 oder so, da sind die Steigungen nicht so, da ist ein bisschen flacher alles gehalten. Was ist denn das für eine Spur? Ist das Spur 0 oder? Also das ist direkt Lego-Spur. Was für eine Spur das jetzt im Maßstab von normalen Modellbahnen ist, das weiß ich nicht. Aber der Maßstab ist ungefähr 1 zu 40, 1 zu 45. Also das heißt Lego angepasst? Ja, genau. Und wie sieht es in Zukunft aus? Wird weitergebaut, ja? Es wird weitergebaut. Falls das nächste Mal Hobbyausstellung ist, dann werden wir was anderes machen. Ja, Kinder haben gesagt, also ein Western oder so Cowboy. Gemacht. Cowboy. Oder Ritter und so. Der Wilde Westen lebt. Genau. Dann wünsche ich Ihnen und auch den Kindern recht viel Freude bei dem Hobby. Und auf das wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Jo, danke.
Herr Hamann, der Verein Freunde Kölns präsentiert sich hier auf der Hobbyausstellung. Wie jedes Jahr kann man schon bald sagen, das ist ja schon zur Tradition geworden. Aber Tradition ist natürlich auch das, was Sie machen, nämlich sich um stete Partnerschaften zu kümmern. Erzählen Sie doch mal bitte. Ja, wir kümmern uns natürlich um alle 15 Partnerstädte. Das heißt, keinen Kontakt haben wir zu Anderlecht. Zu allen anderen 14 Partnerstädten gibt es Kontakt. Nicht in jedem Jahr gleich viel. Ganz besonders intensiv ist der Kontakt mit Puschkin, mit Usti, mit Leonberg, aber neuerdings auch mit Hammersmith. Wir waren ja im vorigen Herbst in Hammersmith. Hammersmith hat eine neue Bürgermeisterin, eine sehr nette Dame, sehr aufgeschlossen dem europäischen Gedanken und auch sehr aufgeschlossen den Partnerschaften gegenüber. Sie ist eingeladen worden zum 9. Mai von unserem Bürgermeister zu dem Konzert, das anlässlich des Europatages hier in Neukölln stattfindet. Und sie wird auf unsere Einladung noch einige Mitarbeiter mitbringen, sodass wir dann eine ganze Gruppe hier haben und ich denke mal gute Kontakte haben werden. Darf ich mal ganz kurz mal eine Frage stellen? Hammersmith, wo liegt das? Das ist ein Stadtteil von London, liegt an der Themse. Es ist so, dass die Themse hier die Grenze des Bezirks ist. Und hier auf der anderen Seite liegt Kensington. Wir werden das zum Anlass nehmen, wir haben das zum Anlass genommen, eine Reihe Hammersmith-Tage zu machen. Hammersmith-Tage, die morgen losgehen mit dem British Tea Time Termin. Wo sich ist ein Gesprächskreis der Freunde Neuköllns, wo sich die treffen, die also intensiver mit unserer Partnerstadt in Kontakt treten wollen und die auch etwas Englisch sprechen wollen. Dann ist ja der Verein RG Viking ist ja drüben. Sie üben jetzt schon in der Nähe von Hammersmith für das große Achterrennen, Head of the River Race. Das geht hier von der Brücke vor Hammersmith los und geht dann runter bis zur ersten Brücke hinter Hammersmith, 4,8 Kilometer. Da starten 420 Boote im Abstand von 10 Sekunden. Und dann ist immer so, dass unsere Boote bisher immer das beste ausländische Boot waren. Vor 2 Jahren hatten sie den 3. Platz gemacht. Das muss man sich mal überlegen. Von 420 Booten der 3. Platz. Und da sind Boote bei, wie der Nationalachter von England, wie Oxford und Cambridge, die also auf dieser Strecke immer üben und trainieren. Und da ist es so eine irre Leistung, dass also ein Boot hier aus Neukölln den 3. Platz macht. Sie betreuen natürlich nicht nur England, sondern Sie betreuen noch mehr. Sie wollten ausholen für die nächste Sache. Tja, die nächste Sache ist Izmir. Izmir ist ja die Partnerschaft, anderthalb Jahre alt. Im Mai ist es eine gute anderthalb Jahre und wir werden das erste Mal nach Izmir fliegen. Im Mai, vom 14. bis 19. Mai. Das ist schon fest, die Flüge sind schon gebucht. Wir werden also ein sehr interessantes Programm da unten haben und wir werden dort auch eine Kölner treffen. Denn es gibt einige Neuköllner, die aus Izmir stammen, die also jetzt Anfang Mai schon rüberfahren und uns schon eingeladen haben, dass wir bei denen auf der Terrasse uns dann mal Izmir, also Chili von oben, ansehen können. Sie wohnen in einem relativ hohen Haus direkt über dem Frauenkulturzentrum. Da haben wir uns da kennengelernt und hat uns stolz erzählt, er käme auch aus Neukölln und hat hier eine Wohnung in der Bruno-Taut-Straße. Und insofern werden wir ihn nochmal abends besuchen und dann das absprechen, was wir in Chili machen werden. Er kann auch gute Kontakte zur Verwaltung dann herstellen und uns dabei behilflich sein. Es ist ja eine Zusammenarbeit mit dem Türkisch-Deutschen Zentrum. Der Herr Akşay, der fährt vom Türkisch-Deutschen Zentrum mit und wahrscheinlich noch ein Kollege von ihm, sodass wir also auch von daher Unterstützung haben werden in Izmir. Und die Verwaltung,
die unterstützt uns auch sehr. Also ich denke mal, das wird eine sehr interessante Sache werden. Wie geht's weiter? Ja, wie geht's weiter? Na, nehmen wir mal Pushkin. Pushkin, da haben wir ja mit der Universität Pushkin haben wir ja einen Rahmenvertrag vereinbart, dass wir Studenten, die deutsche Sprache studieren, um Lehrer zu werden und sie dort zu unterrichten. Mit dieser Fachrichtung haben wir also einen Rahmenvertrag geschlossen, dass wir diesen Studenten ein landeskundliches Praktikum ermöglichen. Und es ist schon durchgeführt worden. Und wir haben dann festgestellt, dass die Studenten hierher kommen, natürlich sehr wenig wissen von Berlin. Und wenn sie nach Hause fahren nach einer Woche, dann haben sie eigentlich die großen Fragen. Und wir haben es dann ausgemacht jetzt mit der Universität, dass eine Jahrgangsstufe zweimal kommt. Einmal im vierten Semester, im Frühjahr. Und dann nochmal im nächsten Jahr im Herbst. Beim ersten Mal werden sie nach Hause fahren, viel Papier mitnehmen und viele Eindrücke und diese dann zu Hause verarbeiten. Und dann werden ihnen die Fragen kommen, die sie eigentlich hätten stellen wollen. Sie werden uns erzählen, was sie hätten sehen wollen. Und wenn sie dann ein Jahr später wiederkommen, dann kann man ihnen das zeigen. Und ich denke mal, wenn einer dann zweimal für eine Woche oder 10 Tage hier war, der bringt mehr mit nach Hause, als wenn es bloß eine einmalige Sache ist. Und die kommen am 29. April und bleiben bis zum 11. Mai. Sodass im Mai, in der ersten Maihälfte, hier schon ein ganz schöner Trubel sein wird. Da sind einmal die Gäste vom Bürgermeister hier aus fünf oder sechs Partnerstädten. Dann sind die Studenten hier, dann ist die Gruppe aus England hier. Und wir fahren dann am 13. rüber nach Izmir. Also es ist schon dann ein bisschen anstrengender Monat, der Mai. Wir werden ganz sicher mit Leonberg die nächste Kulturveranstaltung vereinbaren. Da wird wahrscheinlich eine Ausstellung entweder hier oder in Leonberg stattfinden. Eigentlich ist es dran, dass in Leonberg ein Künstler aus Neukölln ausstellt. Ich habe schon mit Frau Dr. Kolland gesprochen. Es gibt eine Künstlerin, die Scherenschnitte macht, sehr interessante Scherenschnitte. Und ich denke mal, dass das möglicherweise die nächste Veranstaltung sein könnte, die also als Ausstellung nach Leonberg exportiert wird. Da würde ich mal gerne generell auf die Pflege der Partnerschaften ansprechen. Es ist ja mit Sicherheit für Sie auch nicht so ganz einfach, das ein oder andere Eingeschlafene wieder zu beleben. Ist das richtig? Ja, na, Sie brauchen ja bloß England sehen. England war ja im Prinzip eingeschlafen. Also alle westeuropäischen Kontakte sind im Prinzip eingeschlafen, weil das einfach, so wie es in der ersten Zeit gedacht war und auch gemacht wurde, heute von keiner Kommune gemacht werden kann. Eine Kommune hat eingeladen zur großen Jumelage. Und dann kamen aus den anderen 5 Partnerstädten nach so zwischen 60 und 120 Personen, sagen wir mal im Schnitt 80. 5 mal 80 Personen kamen dann hier nach Neukölln, sind verpflegt und untergebracht worden. Und sowas kann sich keine Kommune mehr leisten. Dann hat man aus diesem Grunde das gar nicht mehr gemacht, denn jeder, der verreisen wollte mit der Kommune, hat natürlich gedacht, er kriegt es sehr, sehr billig oder sogar kostenfrei. Das ist natürlich nicht möglich, schon gar nicht bei so vielen. Und insofern sind die eingeschlafen, die haben geruht und wir haben jetzt angefangen, die wieder zu beleben. Es ist natürlich auch so, dass der Bürgermeister zum Beispiel von England ein sehr älteres Semester war und nicht, sagen wir mal, so große Sympathien für Europa und für Deutschland hatte. Sicher generationsbedingt. Während seine Nachfolgerin ist ja sehr viel jünger und hat eine ganz andere Einstellung zu Europa und zu Deutschland, sodass das sicher ein Anfang wird zu einer sehr intensiven Beziehung. Boulogne-Billancourt
Ist ja so, dass durchaus ein Schreiben vorliegt vom alten Bürgermeister, dass er also im Hinblick auf die europäische Einigung die Kontakte wiederbeleben will. Das war 2004. Dann hat unser Bürgermeister geantwortet, er ist der gleichen Meinung, aber bitte sehr, das sollen die Bürger machen. Er von der Verwaltung würde also da nichts investieren können, keine finanziellen Ressourcen, und er hält es auch nicht für notwendig, weil, übrigens die anderen Kommunen auch nicht, weil jeder in diesen Ländern kann hinfahren, wo er will, der kann arbeiten, wo er will, er braucht nicht mal einen Ausweis vorzuzeigen, wenn er reinfährt. Insofern ist das eine Sache, die wirklich bei den Bürgern liegt. Und da haben wir ja schon einige Erfolge gehabt. Die Radmöwe Britz war ja vor 2 Jahren unten, und wir erwarten in diesem Jahr eine Radfahrergruppe aus unserer französischen Partnerstadt hier in Neukölln. Und ich habe gestern eine E-Mail bekommen für europäische Integration zuständigen Dame, dass also der alte Bürgermeister nicht mehr ist und sie einen neuen haben. Wir werden uns also werden Ihnen schriftlich gratulieren zu seinem Amtsantritt und werden dann irgendwann mal die Gelegenheit nutzen, runterzufahren, um ihn dann also auch persönlich kennenzulernen. Sie sind als Verein eigentlich, wenn man es genau nimmt, Idealisten. Ist das richtig so? Naja, Idealisten sind ja im Prinzip fast alle Vereine, na klar. Wir sind insofern Idealisten, als wir der Meinung sind, dass sich sowas lohnt, dass man also Kontakte hat. Und es gibt Leute, die sind also runtergefahren, zum Beispiel nach Puschin, und hatten das im Gedächtnis, was im Prinzip in der Kriegszeit und im zu Ende gehenden Weltkrieg hier praktisch erzählt wurde, was die Soldaten angerichtet haben. Und es war zum Teil schlimm genug. Ich persönlich habe eigentlich aus der Zeit nur positive Eindrücke. Die ersten Russen, die zu uns reingekommen sind in den Keller, da war meine Großmutter und dann unsere Familie. Wir waren also 5 Kinder und von meiner Tante noch 3. Der kam also runter, musste sich ein bisschen bücken, weil der Keller ja klein ist, und der war so ein 2-Meter-Mann. Ach, Kinder, Kinder, hat er bloß gesagt, hat sich wieder umgedreht, ist wieder losmarschiert. Und von einer anderen, am Sonntag danach, sind wir in der Straße, jetzt Alt-Rudow, was früher Neuköllner Straße war, in der Höhe der katholischen Kirche nach Hause gegangen. Da stand so ein kleiner Panierwagen. Na, und die Soldatinnen, die da drauf saßen, die haben uns Kindern Brot gegeben. Also wir haben eigentlich so nur positive Eindrücke. Allerdings die Befürchtungen, die also natürlich auch real waren von Leuten, die das erlebt haben, waren auch so, dass natürlich meine Mutter sich versteckt hat, vor allen Dingen abends. Und wenn die am Tare vorbeigekommen sind und haben dann eine junge Frau gesehen und dann sind sie abends nochmal gekommen, wo ist Matka, dann war das gut, wenn sie versteckt waren. Und es war dann schon so, dass wir schon mal dann Probleme hatten, wo mein Vater dann erklärt hat, sie sei im Bunker. Ob der wieder runterkommt oder ob der da oben nicht umgelegt wird, das wusste man nicht. Aber das sind mehr oder weniger Befürchtungen. Und jetzt kommen wir nach Puschkin und erleben dort aus der Generation des Weltkriegs eine dermaßen freundliche, familiäre Zuwendung zu uns. Als wenn überhaupt nichts gewesen war. Und wenn man sich mit den älteren Leuten eine längere Zeit unterhalten hat und dann gehört hat, dass sie aus Leningrad kommen und dass ihr Mann gefallen ist und ihre Mutter verhungert und die trotzdem zu uns so freundlich war, dann ist es also eine Sache, die manch einen für seine Vorurteile völlig weggenommen hat. Er kommt mit einem ganz anderen Bild dann wieder nach Hause, als er hingefahren ist. Und ich muss sagen, ich bin das erste Mal 1975 mit einer Rundreise in Russland gewesen. Die Leiterinnen, die uns da also geführt hat,
die hat immer unterschieden zwischen den Nazi-Deutschen und uns und den Deutschen. Es gab ja immer mal Bilder, wo man dann gesehen hat, die zerbombte Stadt sowieso. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist eben, das waren die Nazi-Deutschen. Sie hat immer, also unterschieden, keine Sippenhaft vorgenommen, war zu uns nett und freundlich. Aber sie wusste auch natürlich ganz schön Bescheid, nicht? Wenn sich einige da zum Beispiel über das Hotel beklagt haben, dann sagte sie, naja, ich war vor einem Vierteljahr in Stuttgart und habe dann in so einem kleinen Außenbezirk in einem Hotel gewohnt. Unseres ist hier besser. Und die mag recht haben. Ich habe auch schon hier Übernachtungsmöglichkeiten, Pensionen gesehen. Da würde ich also keine Nacht verbringen. Und es ist auch bei uns nicht alles so fünf-Sterne-mäßig, sondern also 75 schon gar nicht. 75 waren bei uns noch sehr viele Hotels, die also in der unteren Kategorie waren. Also manche waren auch nicht tragbar.